Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ghost of Tsushima Let's Plays hier auf meinem Channel. Wir haben da nochmal eine Sprechblase. Stark. Hi. Wie habe ich die denn letztes Mal übersehen? Kennt ihr den Weg? Den Weg wohin, Alter? Zum Wolkenwald-Tempel? Wir müssen einen Tempel suchen und dem am Ende setzen, ne? Ist ja klar. Oh, neue Sachen aufgesetzt, ne? Ein schwerwiegender Verlust. Ein Mönch hat sich den Mongolen ergeben, genau. Des Adlers Betreuer. Es heißt, dass der Adlerstamm Menschen im Wolkenwald-Tempel Nahrung und Schutz bietet. Ich kann mir ausmalen, was der Adlerstamm da macht, ne? Nämlich crazy Ramba Zamba so. Ja, Leute, ich will hier eigentlich schon alles regeln, ne? Sakai-Pferderüstung? Oh, Leute, was ist nur hier los? Jinos Yarikawa, ne? Ich würde sagen, wir machen mal das hier noch, der Geist von Iki, oder? Ja, da sehe ich uns jetzt. Aber was ist denn hier noch? Was ist hier in 40 Metern? Verlasse Funes Zuflucht. Ja, machen wir das mal, ne? Das ist hier so ein eigener Bereich, oder wie? Wo verlasse ich denn Funes Zuflucht? Da oben. Komme ich da hoch? Gar nicht. Gar nicht finde ich immer cool. Renn mal außen rum, oder? Diese Rüstungen können mehr als nur Spucke und Polierung vertragen. Ja. Wir spucken immer dann auf unsere Djinn. Auf unsere Rüstung, wenn es uns beliebt, ne? Wenn es uns eben danach ist. Ah, ich dachte gerade, das wären Vorräter. Einfach was anderes gelbes Leinen nehmen wir mit. Ja, denen geht's allen gar nicht so gut, ne? Denen geht's allen gar nicht so gut, Leute. Die sind alle hart auf dem Gift vom Adler am Trippen, ne? Der Adlerin. Adlopoden? Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier hin. Da liegt er auf dem Weg. Ja, aber wir reisen trotzdem schnell, oder? Machen wir. Dann ist es nämlich echt gar nicht mehr weiterhin. Und dann geht da ordentlich die Party ab, I guess, oder? In diese Richtung. Alles klar. Nobu, wird eine coole Sache. Lass mal hier noch die Blume mitnehmen. Und dann geht's ab. So, jetzt bin ich gespannt. Der Geist von Iki. Soll er ein Hochstapler sein, ne? Deswegen wollte sich das Sakai-Jin das mal angucken. Da bin ich natürlich auch gespannt. Da haben wir Gegnilis. Das ist doch klasse. Da wird gekämpft und herausgefordert, ne? Ganz klar. Kommt nur her, Alter, ne? Kommt nur her. Moin. Ja, der hat schon richtig Bock, ne? Ja. Oh, Mist. Okay. So, wer hat als erstes Bock? Die zwei hat Bock. Verstehe, ne? Wo will der denn hin? Ich dachte, ich krieg's hin, ne? Aber immer wieder schwierig, dem auszuweichen. Den habe ich. Oh, das war weh, nicht cool. Oh, der war unblockbar. Verstehe. So nämlich, ne? Ah, da kommen ja nochmal ordentlich Leute ran. Hä? Die helfen uns ja. Wer sind die denn jetzt? Wer seid ihr? Oh. Hä? Djinn, wohin? Wohin wollen wir denn, Djinn, ne? Wohin wollen wir denn? Wer seid ihr denn? Ja, wer ihr seid, frage ich euch. Was macht ihr denn jetzt hier? Sie hätten keine Chance. Plünderer. Ja, das sind unsere Homes, oder wie? Hi, Leute, ne? Alles cool? Danke für die Hilfe. War nicht nötig, aber, ne? Die wissen gar nicht, was ich hier mache. Keine Ahnung von nix, die Leute, ne? So, dann gucken wir mal. Also, Geist von Iki nennen sie ihn.
Okay, alle mal lieber als Samurai. Ja, jetzt gucken wir mal, was die erzählen, oder? Der Geist wird uns helfen. Soll mit diesem alten Shimura-Bastard über die Schulter tausender Monko... Was? Sind nicht ganz wahr, die Geschichten. Doch, natürlich. Kann sicher auch gute über den Geist. Digga, ich bin der Geist. Bitte spenden für den Kampf. Lass unsere Opfergaben in seinem Lager noch östlich der Stelle von Kidafure. Ja, ihr Ratten. Ist das so, na? Die machen also Cash mit unserer Legende. Frechheit. Der Geist von Iki. Alter, guck mal, genau da waren wir letzte Episode, na? Zur Rechten dieser Hut. Da waren wir. Hier direkt über mir, na? Ich will, da bauen wir. Haben uns ein bisschen an Ryuzo erinnert. Reise zum Opferplatz des Geistes. Ja, dann machen wir das mal, ne? Sie hätten keine Chance. Ja, Plünderer, ich verstehe nicht ganz. Ihr kommt jetzt immer mit, oder wie? Ja, genau, bleibt mal weg. Er gibt sich da für mich aus. Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Wer gibt sich da für uns aus? Als uns aus. Gucken wir uns mal an, ne? Na, hier waren wir ja auch schon. Aber jetzt gibt's hier wahrscheinlich eine Begegnung. Da bin ich gespannt. So, von da wird safe gesperrt oder so. Obwohl, das Lager des Geistes. Such mal, noch warm. Okay, der war gerade noch hier. Hat sich da auch einen reingeleert, glaube ich, ne? Leer getrunken. Sturzbesoffen, der Junge, ne? Was haben wir hier? Etwas auszusperren. Ich sollte warten. Vielleicht kommt er zurück. Ja, dann wird das wahrscheinlich eh über eine Cutscene laufen, oder? Bewegung beim Lager. Ja, geil. Das ist auch ein schöner Schauplatz für einen Kampf, wie ich finde. Ja, der sieht jetzt nicht sonderlich erhaben aus irgendwie, ne? Stiehlt er etwas Sake? Es sieht so aus, ne? Orgelt sich da einen rein und macht dann Rambazamba, oder wie? Ja, Dieb als Samurai, es sieht so aus, ja. Und jetzt klaut er da Sachen, oder wie? Wo rennt er denn nun hin? Gute Frage, ne? Ich folge ihm. Zeit, den Geist zu treffen. Safe, ne? Ich hätte auch gerade nicht schlecht Bock, die Banditen da nackig zu machen. Bin ich ehrlich mit dir, Jin. War da gerade eine Katze? Nico? Nico, 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 Nico. Ja, ja, wir machen die jetzt nackig hier, oder? Ist ja klar. Also, ich bitte euch. Ist ja vollkommen klar. Das merkt er nie. So nämlich, ne? Richtig schön reingeflattert. Möge euer Tod allen anderen dienen. Folge dem Geist. Ja, mach ich bald. Mach ich bald, keine Sorge. Guck mal, wir werfen mal. Sollen wir mal so eine Rattenglocke werfen? Und dann schießen wir da mit einem Explosionspfeil rein, oder? Die Armen. Ja, dann hacken wir da rein, oder? Komm nur, Freundchen. Verstehe, ne? So, ich glaube, das war's hier auch schon mit Bandits, ne? Zeit, dem Geist zu folgen. Ich will wissen, was der hier macht.
Und warum er sich als uns ausgibt, na? Mein klar, wenn der Spenden und so bekommt. Also gut, Geist. Habt ihr Spuren hinterlassen? Das ist jetzt die Frage, na? Verfolge den Geisthochstapler. Ja, wir brauchen erstmal irgendwie einen Anhaltspunkt, na? Ah, wir sollen da gucken. Verstehe. Ist der da reingegangen, oder wie? Quatsch. Otto. Mhm. Stümper. Jin, du hinterlässt keine Spuren, gell? Das ist ja hier Quatsch. So, dann geht er hier lang, ja. Mal gucken, wo der Stümper sich verbirgt, ne? Da bin ich jetzt echt gespannt, was der zu erzählen hat. Wald des alten Spielers erwischt. Die halbe Insel, aber wir haben ihn zuerst gefunden. Keine Ratte schuldet uns sein Vermögen. Mir schuldet er mehr. Eines Tages kleiner, da fangen wir an, Zehen abzuschneiden. Weiß ich nicht, ne? Er ist der Held in aller Munde, ist safe, ne? Er arbeitet für ihn, na dann. Sie nahmen den Geist gefangen. Wo brachten sie ihn hin? Ihr Lager westlich von hier. Bleibt ein Tag, um sie zu bezahlen. Nein, haltet euch bedeckt. Ich finde euren Meister. Ich habe ein paar Fragen an den Geist von Iki. Na dann, okay, er war das noch gar nicht. Dann nehme ich hier deine Vorräte mit, na, das ist bestimmt okay. Und jetzt müssen wir zu einem Banditenlager westlich von hier. Erreiche das Versteck der Banditen, um den Geist zu finden. Ja, klasse, das machen wir jetzt, ne? Na, guck mal da oben. Den hole ich ab. Das wäre ja gelacht. Ja. Tut mir leid, Pferd, ne? Aber ist, wie es ist. Bin immer gespannt, wie viele das sind, ne? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Hier will ich jetzt Performance sehen von mir. Ja, komm nur. Bin bereit für dich. Who's next? Ah, die von da oben mischen sich auch noch ein. Geil. So, die lasen wir erstmal weg, ne? Keine Lust auf so viele Bogenschützen, das muss nicht sein. Wer seid ihr jetzt? Okay, mit meinem Fußtritt kann ich die unterbrechen. Das ist sehr gut zu wissen, ne? Komm nur, Alter. Ah, immer schwierig. Welchen machen sie? Ich kenne die einfach noch nicht gut genug, die Jungs, ne? Naja, wenn er wegrennen will, weiß ich, wie ich das verhindern kann, ne? Gucken wir mal, ob da oben jetzt noch welche von den Jungs geblieben sind. Oder ob die jetzt alle abgehauen sind. Ja, nee, die sind da, gell? So, dann gucken wir erstmal hier rüber, ne? So. Jin, hast du hier irgendwie manchmal ein bisschen Wegfindungsprobleme? Kann das sein? So, da hinten sind noch Bogenschützen, verstehe. Eieiei, ich habe irgendwie eingebüßt, finde ich, oder? Die letzten paar Episoden war irgendwie ein bisschen Quatsch. Ja, ist schon so. Bisschen Quatsch ist gut, ne? Die sind halt auch... Er trifft mich da auch trotzdem, ne? Wenn ich da ausweiche, ist das super hart, Mann. Die sind richtig heftig, die Jungs. Da kann ich gar nichts machen, oder wie? Gibt's keinen Move, mit dem ich dagegen halten kann? Na dann gibt's einen Kunai, ne? Hä? Was hat mich jetzt getötet? Ah, klar, ein Pfeil, ne? Logo. Okay, also der Doppelsperrjunge ist echt der Einzige, der mir Stress bereitet. Ich weiß auch noch nicht, als was der zählt. Ist der eine 3 oder ist der eine 4? Jetzt darf ich wieder keine Rache an den nehmen. Immer schrecklich für mich, aber ist, wie es ist, ne? Erzähl mir hier keinen, ne? Komm mal lieber ran. Sind die Jungs da oben jetzt nicht mehr da? Tatsächlich nicht, ne? Es geht hier flutschzuck mit euch, ne? Haben wir hier kürzesten Prozess. Easy.
Okay, na, ohne die Jungs da oben war das eine easy Meile. Ja, Jin, ich... Na, wollte doch gerade nur cool die Waffe wegstecken und zack kommt da ein Bogenschütze von irgendwo, na? Ist ja klar. Tja, Freundchen, war das jetzt alles hier? Ah, der Doppelspeer, Junge. Ich muss gegen den besser klarkommen. Ich muss irgendwas finden, wie ich gegen den cool klarkommen kann. Mit meinen Kicks kann ich den unterbrechen. Also ich glaube schon die vier, die Mondhaltung, die beste Haltung. Der Kenji, nicht im Ernst. Ihr werter Geist. Ein respektvoller Tribut. Der Kenji, kein Scheiß. Ja, wir hätten echt wissen müssen, dass das ist. Er trug es nicht mehr auf Tsushima. Er musste weg. Aber warum als Geist? Natürlich hassen sie dich. Du schuldest ihnen Geld oder beklaust sie. Echt, wir geben ihm noch mal eine Chance. Weiß ich ja nicht. Na dann, bringe Kenji sicher zum Lager. Weiß ich nicht, ob ich das will. Da werden wir safe wieder in die Scheiße geritten, dafür, dass der Quatsch gemacht hat, ne? Ich sehe, yo, die halbe Insel hasst dich und dem Rest schuldest du Geld. Hab ich recht? Glückstreffer. Nee, Kenji, wir wissen schon Bescheid, wie es bei dir läuft, ne? Unlautere Mittel, das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Hier gibt's doch safe einen Hinterhalt. Kehre ins Geschichtengebiet zurück. Ach so, wir müssen in die Richtung. Upsi. Ach, zu dem Lager zurück. Ich dachte, na, okay. Na dann. Na dann. Dewa Iki no Kurodo. Chikara o tsukuse. Geist von Iki. Warte, warte. Okizari nante hidoi. Shimaju kara nerawarete run desu yo. Teshita o tayoreba yoi. Fugu no koto? Ikite masu? Ja, es geht ihm gut. Omae no sei de korosare kakete otta ga na. Tada no ryoushin nan desu. Dou ni ka shinakucha. Fugu o mitsukete kureta ra. Okay. Er will noch, dass wir mit ihm zusammen Fugo suchen, dann seien wir ihn los. Keine Mongolen in Sicht, Iki, ist sicher. Ja, nicht ganz, ne? Hat nicht ganz hingehauen, mein Freund. Wir wollten eigentlich nie wieder nach Iki zurückkehren, ne? Weil wir ja da vor Ewigkeiten mit unserem Vater waren und, naja. Wen wundert's? Ja, weiß ich nicht. So, guck mal, meine Fliege sagt mir, dass hier was geht. Da muss ich kurz abbiegen. So, na, wie sieht's hier denn aus? Oben, meinst du? Sprich mit Kenji und Fugo, ja, mach ich gleich. Hier ist ja gar nichts. Ah, da. So, guck mal, Freundchen. Hi. Einen kurzen Abstecher gemacht. Ah, ich darf nur von hier mit euch sprechen, verstehe. Kurodo-sama, Kurodo-sama, Kenji. Ja, nenn ihn einfach Kenji. Oh,
Echt Viper, der Himmelskrieger von den Shandian. Dokuja ga rei no funanori. Hondo e fune o dasu tte iu kara. Kossori norikondara kizukarechaimashita. Ikita mama shima o deru niwa kane o harawanakuteha naranai ndesu yo. Dokuja ni hanashi o tsukeneba na. Tasukete kuremasu? Shiri nugui o suru tsumori wa nai. Da ga samurai kara nige mawatte iru toyu dokuja ni wa atte okitai. Wir wollen den Schmuggler kriegen, der sich seit 20 Jahren den Samurai entzieht, ne? Und es fällt halt gerade damit zusammen, dass wir damit auch unserem guten Freund Kenshi helfen, ne? Reise mit Kenshi und Fugu zum Versteck der Viper. Ja, ganz klare Sache. So sieht's nämlich aus. Wo ist dein Pferd? Miko? Ja, genau. Hast du ihn der Viper als Pfand überlassen? Er wollte mir schon allerlei abhacken. Ja, ist ja nicht viel. Wenn du nur dein Pferd abgeben musstest und versprechen, den zehnfachen Preis zu zahlen, bist du ja nochmal glimpflich rausgekommen, ne? Ja, ja. Aber spannend, dass unser Vater seit 20... Viper mag Leute wie uns nicht. Leute wie uns, ihr wisst schon, harte Kerle. Ja. Das ist so lustig. Drängt ihn nicht. Er muss doch nicht hässlich werden. Es muss nicht hässlich werden, ja. Aber ich glaube, das wird's. Wir werden da reingrinden. Hier finde ich es auch richtig schön, ne? Fast schon ein eurasisches Gefilde irgendwie, oder? Ich meine, so sieht es ja auch bei uns aus irgendwie. Gräser, dunkelgrün, Büsche. Kenshi-sama, ja, ja, wir gehen da rein, guck mal. Eieiei. Wieder ein Glühwürmchen, das mich ablenken will. Alter, ich hab den Ventilator an, weil ich ansonsten nicht überleben kann. Geist von Iki. Ja, bleib ruhig, Kenji, ohne Witz, und sprich nicht so viel. Ja, ist glaub besser so. Na, und der bläst mir gerade richtig in die Augen. Ich merke richtig, wie die austrocknen. So. Wo ist mein Geld? Ja, wie sieht's aus? Hier, guck mal, Freundchen. Sakai-jin-sama. Sakai? Ich bin meinem Vater einmal begegnet. Echt, ist das so? Kein Gefühl mehr in kleinen Finger. Und ihn getraut habe ich nicht. Ich bin nicht mein Vater. Ja, ist schon so, ne? Oh, das war die Eins. Ich wollte die Zwei drücken. ケンジから事の次第を聞いた。こやつは食い手おる。そうです。足はそこの毛に阿呆なんです。どうやら金を借りたそうだな。千金をな。これは交渉の手段。千金をな。返金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。ええ、でも、これは交渉の手段。父子のような話ぶりではないか。ちょっと、お二方。足の借銭ですが。 譲り合わぬか。悪いようにはせんぞ。今払ってもよい。欲しくないか。もうここから逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て、お主とて、賢治が死なずに全て払えると思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。所詮侍は侍のようだ。酒井忠と何も変わりがねえ。賢治、下がっておれ。待って。 Das wird jetzt so geklärt. Sah schon die ganze Zeit aus wie so ein Duellring, ne? Lang ist das letzte Duell her. Lang ist es her. Er sieht gar nicht aus wie, ne? Aber ich denke, der Anblick kann täuschen. Bin gespannt, was der für neue Techniken drauf hat. Zeig mal her, Freundchen. Bitte. Mikata wa yoku erabu koto da, Sakai. Wir gehen mit der Eins, ne? Oh, sorry, Freundchen, ne? Oh, sorry, Freundchen. Crazy Move, Mann.
Der macht bisschen Schaden, ne? Bisschen. Bisschen Damage macht er. 3 Hits sind wir weg vom Fenster und das kommt schnell, ne? Also, na dann. Ein hübsches Schwert haben wir da. Danke, Mann. Zeig mal her, was du drauf hast, Freundchen. Kann man dem... Da muss ich später ausweichen, oder? Das scheint gar nicht ausweichbar zu sein, aber das kann eigentlich nicht sein, oder? So, guck mal, Freundchen. Alter, der hat coole Stiche drauf, ne? Auf ihn fürs Sakai. Ja, ja, wir regeln das schon, ne? Okay, den will ich mal dodgen. Ja, sehr schön. Komm nur. Oh, wow, wow, der Arme, ne? Ich lehre euch Respekt. Ich glaub's auch, ne? Oh, wow. Was? Was? Alter, yo, macht der Schaden. Okay, wir müssen echt jedes Mal instant poppen. Sonst läuft da gar nichts, ne? Sonst läuft da gar nichts, Leute. Wie kannst du mich damit immer treffen? Was ein nerviger Hitman. So, ne? Jetzt pass mal auf, Freundchen. Ja, da muss ich wegrollen. Da muss ich wegrollen, wenn er den das nächste Mal macht. Ja, dann sollte ich halt auch rollen, ne? Echt jetzt? Wow. Gar nicht mal leicht, ne? Gar nicht mal leicht. Ich habe auch echt schwitzige Hände. Alles ist scheiße. Mir ist auch viel zu heiß. Aber jetzt hau ich den Junge weg, ne? Diesmal roll ich weg, wenn er seine Kacke abzieht. Na, zieh ruhig deinen Bodenwischer ab. Zieh ihn ruhig ab. Ich hau dich so weg, Junge. Jin, rollen? Ja, eben. Das ist dann, das muss dann sein. So, hier, guck mal. Komm nur her, Freundchen. Ich dachte, ich komm weg. Ich komm nicht weg. Ich muss noch viel früher rollen, wenn er den macht. Hä? Tötet er mich mit jedem Hit, den er da macht? Also wenn er so einen roten Hit macht und der mich trifft, bin ich immer tot, oder? Wir hatten doch gerade volles Leben. Muss ich echt aufpassen hier, ne? Wow. Ansonsten würde ich nämlich sagen, machen wir das hier super, oder? Aber er ist halt echt strong. Der Damage, den er verursacht, ist schon nicht zu verachten. Guck mal, Freundchen. Und unser Damage ist dagegen ja ein Witz, ne? Komm nur ran. Immerhin haben wir den diesmal nicht bekommen, ne? Mhm. Komm nur. Ich komm da nicht weg. Ich komm da nicht weg. Der Typ, Alter. Hier in seinem Pyjama, wisst ihr, so in seinem Bademantel fährt er hier vollkommen Schlitten mit uns. Ja, bodenlos. Ja, ja, Freundchen. Ich bin immer noch guter Dinge. Kein Scheiß. Aber du bist echt... Ich komm da nicht weg. Sobald der Hit losgeht, keine... Bruder! Ich habe schon das Gefühl, wir sind zu früh auf Iki gegangen. Das scheint vollkommen außer Frage zu stehen. Okay, dann komm her. Keine Hits darf ich von dir kriegen eigentlich, na? Eigentlich darf ich keinen einzigen Hit von dir kriegen. Aber es läuft immerhin ein echt geiler Sound, oder? Ja, ja, ich gebe ihm schon. Das Problem ist nur... dass das den so unglaublich wenig juckt. Da sollte ich lieber einfach ausweichen. Da sollte ich danach nicht für einen Konter gehen. Na, also, wenn ich ihn hitte, auf jeden Fall. Nee, nee, klar versuchen wir das erneut. Und wenn es die ganze Episode dauert, den zerhäcksel ich, den Junge. Alter, yo, sein Schaden ist halt bodenlos, ne? Wie er uns einfach one-hittet. Was sind denn das jetzt hier für Moves? Ich komme da nicht weg. Aber immerhin macht der nicht so viel Schaden, ne? Komm da nicht weg. Vergiss es. Ich glaube, ich muss dem eher ausweichen, ne? Im perfekten Moment. Da hätte ich nicht reingehen sollen. Das war dumm. Das hätte instant mein Tod sein können.
komm nur. Ich bin so bereit für dich, ne? So dumm von mir, so unglaublich dumm von mir. Nee, 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 nee. Wir hauen den weg. Wir hauen den weg. Klar, versuchen wir das erneut. Was für ein Quatsch, als ob ich hier jetzt... Nee, 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 das sehe ich nicht ein. Gegen den üben wir anders. Lieber ausweichen. It is what it is. Ja, weißt du, Freundchen, wenn mein Damage dein Damage wäre, dann wärst du ja 10-mal tot nach den ersten 2 Perfects, ne? Aber sein Strampler bietet offensichtlich super viel Schutz, ne? Sein Strampler bietet offensichtlich super viel Schutz. Ja, ja, ich gehe schon rein. Ding ist nur, der Sakai-sama macht zu wenig Damage. Mein lieber Freund Kenji. Ich darf das nicht mehr tun. Ich muss ausweichen. Aber läuft doch gerade ganz gut. Problem ist nur, das dachte ich jetzt halt schon oft, gell? Und jeder Hit kann tödlich sein. Das war dumm. Also von mir, da noch reinzugehen. Okay, oberer Lebensbalken. Nice. Ist bald weg. Sehr schön. Oh, ah, ich dachte gerade schon, er haut nochmal zu, aber gehört zum Duell, ne? Geh erstmal weg von mir. Deine Steinkampfhaltung ist effektiv gegen Schwertkämpfer, ne dann? Oh, Junge, war das knapp. Der hätte mich getötet. Der hätte mich so getötet. Hat der viel Leben, Mann. Come on. Ah, war das close. Uiuiuiui, Leute, ich hab so Herzklopfen. Uiuiuiui. Oh, nein. Nein, nein. Nein, das wird so ein räudiger Hit, oder? Ja, der war wichtig. Danke, Mann. Auch der war sehr wichtig. Danke, Mann, Junge. Das ist das Knappeste der Welt. Wieso lande ich gerade keine? Jetzt, komm. Oh, da habe ich es mir nochmal anders überlegt und das war das Klügste der Welt. Oh, nein, ich lebe noch. それではこやつと同類独者と共に本土へ行け。そしてその後近くの寺に詣で父上に詫びさせよ。よし、寺には行ってやる。 Alter, yo. だがこの島からは誰も出られんぞ。実は大高族に改造を盗まれちまってな。 Alter, Leute. からくにとの抜け荷の海路が記されてるもんだ。 Okay. 本土への道もだろう。 Wir holen dir das zurück und dann finden wir einen fairen Deal, oder? 鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。俺が取り戻す。 Das werden wir safe verhindern. 近くの野営にあるはずだ。ついでがてら。 探して欲しい絵がある。俺のもんなんだ。もしや、あたい接近の絵？本土までは長旅になるだろう。まっすぐ舵を取るにはな、あばら骨の痛みを忘れさせてくれるもんがいるんだよ。うん。探してみよう。本土へは賢治も乗せていけ。そして二度と息に戻るでないぞ。わかったよ。Okay, wir haben einen Deal. Wir holen den die Sachen zurück. Kenji, 気をつけな。 Alter, Leute, ich bin so schwitzig, es fühlt sich so eklig an auf der Tastatur. Na, ist wirklich, wirklich schlimm. Bin gerade auch gerne mal hier und da ein bisschen verrutscht, gerade wieder, na, hier rein. Aber hey, alles in allem, Junge, Junge, war das ein Duell. Wieder einfach so ein paar Hits hatte, die uns komplett umbringen. Wisst ihr, wie ich meine?
Nicht so, yo, war knapp. Nee, das tötet uns einfach so. Ah, okay, fair. Gut sind wir so früh auf Insel Iki. War eine geile Idee, das war wirklich knapp. Die Weber wird nichts mehr wagen. Aber wir müssen die Sache holen. Die Sachen, ja, ja, klar holen wir das. Ist ja Logo. Ich habe schon Schiss vor dem nächsten Kampf, denn wir haben keine Entschlossenheit, ne? Aber dafür auch wenig Leben. Ist ideal eigentlich, also. Ich glaube, ich habe mir was gezerrt, als sie mich gefesselt haben. Ja, safe. Hilfe. Nee, es muss ein Fischer, Kenji. Echt so. Hör mal auf, Leute auszunutzen und überleg lieber, wie du ihnen helfen kannst. Das ist doch mal ein fairer Ansatz. Junge, Junge, war das gerade eine wilde Geschichte gegen den Typen, ne? Aber ich sag euch, wie es ist. Dabei habe ich wieder so einiges gelernt. Moves gefestigt. Alter, aber die nächsten Duelle hier, wisst ihr, wie ich meine? Das war jetzt hier die Viper. Irgend so ein gefühlter Lauch, der da in seinem Pyjama rumsteht. Da warte ich gerade noch voller Spannung auf, ja, ich sag mal, irgendwas richtig Krasses. Oh, nee. Naja, können wir auf dem Rückweg dann ja noch checken. Hätte ich mich weiter rechts halten müssen. Ah, da können wir nicht vorbei. Oh, cut da. Na, wenn wir Kenji mitnehmen müssen, ist doof, wenn wir reiten, oder? Oder hat er dann auch ein Pferd? Ich meine, sein Pferd hat er ja verpfändet. Aber, naja. Oh, was haben wir denn hier? Darf ich da auch? Gibt's ein paar Hallus? Kasoku wa shinjimatta. Konna funuke ni nani wa deki. Okay. Shinobeki da. Wie ein Feigling. Seine Familie tot. Er sollte auch tot sein, der bereut. Ja, Kenji, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Oh Mann. Zur Grenze des Mongolenlagers. Ich lieb's auch, wie wir jetzt direkt zu so einem Lager reisen, ne? Während ich gerade gar nicht gut, ne? Es ist gar nicht gut um mich bestellt. Ihr werdet hier sterben. Genau wie euer Vater. Sakai wird auf ewig ausgelöscht. Euer Leben war nichts wert. Junge, trippen wir hier durch die Insel, ne? Ich glaube, es war sogar cool, dass ich relativ früh von denen genommen wurde, oder? Einfach, weil wir jetzt schon früh diese Lore-Eindrücke bekommen. Das ist doch ganz cool eigentlich, oder? Also ich finde, das hat nicht nur negative Seiten gehabt. Ganz im Gegenteil. Eigentlich finde ich das echt nice. Ja, well. Alter, das Duell hängt mir gerade immer noch in den Knochen. Das war echt heftig, Mann. Digga, macht der Schaden. Ich bin wirklich gespannt, was da so die nächsten Duelle hier auf Iki bringen. Die wirklich actually Bossfights sind. Wisst ihr, wie ich meine? Das war ja so ein Zwischending. So ein kleines Duellili gewissermaßen. Hier noch nichts richtig Krasses irgendwie. Also da bin ich echt richtig gespannt. Das wird sehr hart. Finde den Kunstdruck der Viper, nimm die Navigationskarte der Viper an dich, erreiche das Suchgebiet, 100 Meter. Ah, da will mir gerade ein Vogel was zeigen. Guck mal, was haben wir denn hier? Ja, das untersuche ich ja safe. Jetzt safe nochmal einen Trip, oder? Sag mir, Jin, was ist die wichtigste Tugend deines Samurai? Man handeln und für das Erbe des Sakai-Clans kämpfen. Das bedeutet Ehre für euch. Güte. Für Menschen zu kämpfen, die es selbst nicht können. Das ist die wahre Bedeutung von Ehre. Ehre. Alter, yo. Warum ist nur alles an diesem Spiel so unendlich geil? Okay, dann gucken wir da mal rein. Na, hier chillt also die Viper. Das ist ja auch gerade wieder ein so nices Lichtverhältnis, oder? Ja, die holen wir alle ab. Herausfordern ist gut. Na, dabei können wir mal ein bisschen Entschlossenheit zurückgrinden. Dann machen wir das schon, denke ich mal, oder? Alter, wie früh der Bock hatte, ne? Kam ja direkt rein, der Gute. So. Ja!
Moin. Was machst denn du jetzt? Ja, Leute, jetzt haben wir eine Zwickmühle, ne? So, Freundchen, ne? Wen haben wir da? Du bist eine 4, ne? Okay. Das sind echt schlechte Parries von mir, ne? Sehr, sehr schlecht sogar. Schamanen heizt ihn, ja, ihren Blutdurst an. Ja, es ist schon so, der muss echt weg, gell? So nämlich. Ja, nice. Okay. Ein bisschen die Lage durcheinander gekommen, ne? Aber passt schon. Glühwürmchen, was meinst du? Wo ist hier Loot? Da drin? Sollen wir hier nachgucken? Ah, da sind noch mehr Leute. Ist doch klasse, ne? So, kleines Glühwürmeli. Oh, aha, hier gibt's einen Banner. Stark. Jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um, oder? Den würde ich eigentlich gerne mal von hier oben Attentätern, ne? Alter, yo. Der Schamane muss weg. Alter, das sind stressige Leute hier, ne? Viel zu spät. Schmeißen wir direkt nochmal welche rein. Kriegen dann auf den Sack von irgendwas anderem. Nee, das sind die falschen Gegner gerade, ne? Wir brauchen irgendwie. Wir müssen erstmal die Schamanen wegmachen. Oder irgendwen wegmachen einfach. Ich komme halt nicht gut an den Schamanen ran, ne? Und wir sind schon ziemlich down. So, der war wichtig. Aber das bringt uns erstmal nichts. Vielleicht brauchen wir mal. Oh, wow. So schön, ne? So, machen wir wieder Kunais rein. Genau, geht mal ein bisschen weg. Ich brauche ein bisschen Abstand zu euch. Bin nämlich super low-life, ne? Stark. Jin, hast du Bock? Wo ist denn der Schamane? Da drin, oder? Ja. Ja, Schamane. Ich will doch nur an den Schamanen ran. Ich sehe den nie. Der bekackte Schamane, Alter. Ich glaube, wir sind echt viel zu früh auf Iki, Mann. Das ist so challenging hier. Sollen wir mal eine andere Rüstung ballern? Ist es soweit? Müssen wir hier mal mit einer Samurai-Clan-Rüstung reingehen, ne? Sollen wir mal auf ihn machen? Machen wir mal hier auf Ehrenbasis, würde ich sagen. Komm. Kommt her. Ich bin jetzt in der Rüstung am Start. Jetzt will ich was sehen hier. Jetzt will ich was sehen hier, Leute. Ich fahr so Schlitten mit denen. Mhm. Wie anmutig unser Bogenbimmel da hinten rumbimmelt, ne? So, Freundchen. Oder der pinselt halt auch rum. Na, das ist echt verrückt. Was sind die denn? Sind die 4, oder? Am ehesten hätte ich gesagt. Aber ich weiß das doch einfach nicht. Einfach weg mit ihm. Vielleicht muss ich echt mehr zum Geist werden hier, ne? Generell wäre es natürlich cool, wenn ich mal wieder mehr Moves setzen würde, die auch wirklich hitten, ne? Ah, verstehe.
Das was? Einfach ein Hit? Okay, dachte krasse Senkung des Schadens mit der Rüstung. Keine krasse Senkung des Schadens mit der Rüstung. Verstehe. Wir können nicht wieder von Iki runter, ne? Wir müssen das jetzt so durchziehen. Das ist schon hart. Das ist schon echt hart, Leute. Die machen hier so viel Damage. Lieb's auch, die Rüstung macht gar keinen Unterschied, oder? Dann muss ich einfach noch viel besser spielen. Ja, die Gleichung geht anders nicht auf. Da ist der Schamane. Jetzt ist der Schamane tot. Kommt nur her. Eben, ne? Eben. So, hier nämlich, ne? Verstehe. Oh, das wollte ich nicht. Ich glaube, ich muss mir meinen Himmelsschlag auch mal woanders hinsetzen. Das wäre, glaube ich, auch noch eine geile Idee. Upsa. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr rüber, bevor der Fokus vorbei ist, oder? Aber den hat er trotzdem stecken. Oh, wow, da kommt er einfach raus. Crazy, ne? Alter, der ist schon super schnell, ne? Auf jeden Fall schneller als die wir gewohnt sind. Aber ist gut, ist gut. Noch mehr lernen, ne? Noch mehr, noch viel mehr lernen. Oh, der war sick, ne? Okay, na, lief doch. Lief doch. Okay, dann nehmen wir mal die Sachen hier mit, oder? Und dann ist alles voll cool. Navigationskarte der Viper. Ja, genau, die wollen wir mitnehmen. Wo ist denn hier irgendwas? Erstmal ziehen wir wieder unsere Kluft an, weil letzten Endes hat sich das nicht viel geschenkt, hatte ich das Gefühl, oder? Das hat sich echt nicht viel geschenkt. Ist einfach, ich muss besser spielen, dann läuft der Karren schon. Na, einfach immer ein bisschen besser spielen. Dann geht das schon. So, wo ist denn hier irgendwas? Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben, oder? Ich glaube, das hilft. Was haben wir hier? Schwarzpulverbomben sind voll. Mal keine genutzt. Könnte ich auch mal wieder mehr einbauen. Und ich will meinen Himmelsschlag irgendwie auf eine Taste setzen, wo ich den besser benutzen kann. Na, irgendwie hier mal V plus irgendwas. Das ist hyperscheiße. Also, das klappt in den meisten Fällen nicht sonderlich gut, wie ich finde. So, jetzt gucken wir mal, ne? Mhm. Na, wir können hier rein. So, wo ist denn das Zeug jetzt? Hier haben wir nochmal Leinen und Vorräte. Rauchbombe haben wir, na. Hatte ich in dem Versuch davor verwendet. So, wo ist denn diese Karte jetzt? Finde den Kunstdruck der Viper. Ja, ja, ich bin dabei. Ich gebe mir Mühe. Sehe ich so irgendwas? Mit unserem Rattengehör? Nee. Der Kunstdruck. Signiert für meine delikate Viper. Trifft Kenji beim Mongolenlager. Ah, das war das. Okay, perfekt. Na dann würde ich sagen, treffen wir nächste Episode Kenji beim Mongolenlager, oder? Wer lacht da? Ich habe gerade nicht jemanden lachen gehört. Ah, war ein Vogel. Ah ja. Kraxelt da so ein bisschen rum. Ja, stark, oder? Und nächste Episode gucken wir dann mal, was gefallen, wie euer Clan. Nice, so triggert man das. Sucht ihr Vergebung? Hier werdet ihr sie nicht finden. Ja, ja, komm mal runter, ne? Das wird schon. Okay, dann sehen wir in der nächsten Episode, wie gesagt, was Kenji jetzt so dazu zu sagen hat. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P, der diese Episode wirklich fatal zusammengefaltet wurde, ne? Ade.